Hallo meine lieben Freunde und willkommen zurück zu Metroid Prime. Ich habe euch noch gesagt, wir möchten noch die letzten Sachen holen, die ich hier definitiv noch im Kopf hatte. In den Ruinen. Ich weiß, wir können später nochmal in den Ruinen rein und sowas. Wir müssen da mehrmals rein, weil wir haben ja noch alle Items. Eigentlich macht sich das besser, wenn man wirklich fast alle Items hat und dann erst auf Items zugeht. Aber ich möchte gerne schon mal ein bisschen besser bestückt sein. Das klingt scheiße, ich weiß. Das klingt so, als wenn ich... Naja, egal. Ich möchte, dass Samus besser bestückt ist. So, das klingt wieder besser. Genau, ist ja alles um die Ecke hier, von daher. Und das erste Level ist noch nicht ganz so verniesnadelt, obwohl es eigentlich schon riesig ist, man weiß es noch nicht. Weil man muss ja hier dann später nochmal her. Eigentlich könnten wir das schon machen. Nee, wir müssen auf jeden Fall nochmal hierher. Ich überlege gerade. Das andere, was ich in Erinnerung habe, müssen wir wirklich denn erst machen. Jetzt müssen wir uns mal dran gewöhnen, dass wir einen Doppelsprung haben. So, jetzt zeige ich euch eine Eigenart von Metroid Prime. Was übelst gefeiert wurde, ist, Metroid Prime hat die Angewohnheit, Halbendgegner als normale Gegner wieder zu machen. Das ist so eine Sache, das hat man so nie gehabt eigentlich. Ist auch ziemlich krass. Finde ich persönlich auch. Wie war denn das hier nochmal? Was war denn das für ein Raum? Ich kann mich gerade an den Raum nicht erinnern. Ach, doch, hier sind wir auch gut. Da kann man glaube ich noch nichts machen, oder? Ich weiß nicht, probieren wir es mal ganz kurz aus. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube, bin der Meinung, dass wir hier noch nichts machen können. Ich glaube, es gibt... Ah, nein, bitte nicht. Gut, es scheint nicht so zu sein. Ja, hier können wir es ja jetzt auch schon benutzen. Aber ich bin der Meinung, wir brauchen noch was anderes. Obwohl, nee, wartet mal. Okay, ist alles noch... Nein, genau, wir brauchen die Scheiße doch noch dafür. Eigentlich hätte ich erst wirklich nach Beendigung des zweiten Levels hier hinkommen dürfen. Es fällt mir eigentlich doch nur eine Sache ein, oder? Dann holen wir uns jetzt nur diese eine Sache. Ich hatte nur das letzte was gehört, sorry. So. Mit dem geht's halt viel besser. Mann! Ups. Wir sind hier mal irgendwie zu schnell. Perfekt. So, dann haben wir jetzt nämlich schon mal das Teil. Ja, wie kommen hier denn. Oh, davon kann ich nicht aufstehen drin. Hä? Achso, für das Vieh. Und gehen jetzt mal nochmal zurück. Das machen wir dann doch nochmal. Erst später. Und machen erstmal die Wüste fertig. Mit dem Space Jump können wir jetzt ja endlich noch ein bisschen weiter die Höhle erkunden. Oder warte mal, genau. Ja, wir können nämlich jetzt erstmal noch die Magmor-Höhle weiter erkunden. Ich glaube, wir kamen nämlich ja gar nicht da weiter, wo wir jetzt waren. Da war ja nichts weiter. Doch, kommen wir, klar. Nee, aber ich gehe erstmal nochmal in die Magmor-Höhlen. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob wir wieder was davor greifen, aber... Okay. Egal. Ich vergesse immer, dass wir schon den Doppelsprung haben, Mann. Hab ich nicht vergessen. So, besser. Können wir jetzt hier irgendwie schon weiter? Nee, bringt jetzt nichts, weil hier können wir erst sehr viel später lang. So.
Ach doch, wir können da in der Magma-Höhle noch was erledigen. Da gibt es nur noch eine bestimmte Sache, die wir jetzt schon machen können. Oder? Ja doch. Aber da gibt es dann... Ach man, da gibt es so viele Sachen, ey. Die habe ich alle noch im Kopf, da, was wir da noch machen können oder müssen. Was ich eigentlich ziemlich doof finde, ist, dass man diese Sequenz nicht abbrechen kann. Das hat aber einen Grund. Das ist ein Ladescreen, ja. Getarnter Ladescreen. So. Wieder den Weg hier entlang, mein Gott. Und weiter. Diesmal haben wir es geschafft. Mit dem Boostball schaffen wir es. Aber das schaffen wir nicht. Oh Gott. Aber die Flammenwerfer machen halt nicht viel Damage. Und da wäre ich jetzt wieder getroffen. Nee. Oh. Und Sieger. Vor allem der Raketenwerfer, habt ihr gesehen, macht gar keinen richtigen Knockback bei ihm. So, weg hier schnell und weiter geht's. Mal Kopfhörer wieder richtig aufsetzen. Das ist die Geschütze mit dem Ding nicht treffe, ey. Ist doch nicht normal. Nutze die Raketen. Ups. Für was müssen die auch gut sein. Ah, ich sag ja, auf der GameCube-Version ist das wesentlich einfacher wiederum gewesen. Weil wir immer genau auf den Gegner visiert haben. Wir haben ein bisschen Raketen wieder eingesammelt. Hier ist glaube ich noch einer gewesen, oder? Na, gib mir doch mal! Danke. Okay. Ist da nochmal so ein Puffer, oder? Genau. Verdammt. Jetzt haben wir schon ein bisschen leiden dürfen hier, aber gut, ist ja schlimm. Ach man, immer genau im Weg, das hasse ich. Jetzt kommen wir hier nämlich weiter, genau. Sollten wir aber glaube ich erst später, aber wir können es trotzdem schon machen. Eine neue Technik, also eine neue Technologie, sagen wir es mal so besser. Und hier haben wir noch einen Eintrag, oder? Nee. Hier war so. Mit ein bisschen. Power-Ups. Gut, okay. Dann machen wir das erstmal. Wow. So, jetzt haben wir die Brücke hier nämlich ausgefahren. Und das ist auch ein geiler Sprung hier. Den schafft man ganz. Na, obwohl, den schafft man ganz gut. Ich dachte mal früher, das schafft man ganz knapp, aber schafft man eigentlich ganz gut sich gerade. Hm, da habe ich mich früher mal was ein bisschen doof angestellt. Ja, führt mich das doch woanders hin? Ich habe jetzt genau das hier in Erinnerung gehabt. Ein Chozo-Artefakt. Und ganz wichtig, das müssen wir uns merken, das habe ich zum Glück noch im Kopf. Guck mal hier. Bendizion. Müssen wir uns definitiv merken, dass wir hier nochmal mit einer Powerbombe her müssen. Ich glaube, hier gab es ein Item. Oh, immerhin haben wir schon mal unser zweites Artefakt. Dafür, dass wir eigentlich noch gar nicht auf... Da, man hört das Item auch. Ich bin, glaube ich, auch der Meinung, dass das ein Powerbomben-Upgrade war. Von daher ist das ja noch gar nicht wichtig. Oh, oh Gott, ich habe es noch ganz knapp geschafft. Ich glaube, ich höre da Geschütze wieder unter uns. Die schon wieder respawnt? Sehr wahrscheinlich. Yep, schnell weg. Ach man, haben sie mich noch getroffen? Okay. Dass er manchmal nicht aufsteht. Okay, jetzt kommen wir hier aber auf jeden Fall weiter. Und müssten sogar in diesem Part noch an eine neue Waffe rankommen.
Ist jetzt eigentlich nicht so eine coole Waffe, finde ich persönlich. Es gibt hier, glaube ich, also meiner Meinung nach gibt es nur eine coole Waffe. Aber gut, die anderen sind so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber werdet ihr ja dann sehen. Die benutze ich nicht so gerne. Obwohl, einerseits, eine Funktion nutze ich schon gerne. So. Da wir jetzt den Doppelsprung beherrschen, kommen wir nämlich hier auch weiter. Aber ich möchte mich nochmal kurz speichern gehen. Damit wir auch alles noch behalten. Super. Und let's go. Wow, mein Freund. Ich weiß nicht, ich habe das so in Erinnerung, dass es mit den Springen hier so richtig schwer war, teilweise an einigen Stellen. Müssen wir mal gucken. Und das. Ach ja, 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 ja. Wieso haben wir hier nochmal zwei Türen? Ja. Warte mal. Dürften wir da sonst gar nicht hochkommen, oder? Ach doch, hier sind wir mal der normale Weg. Bin gerade ein bisschen verwirrt, sorry, Freunde. Halt mal. Da kommen wir. Ne, das ist Blödsinn. Da kommen wir auch noch nicht. Also. Ergo. Doch hier. Sag ich doch. Doch, wir mussten. Genau. Oh, und das schafft man so verdammt knapp hier. Wirklich auf einen Millimeter, ey. Hier brauchen wir nochmal Power Miss. Ach, hier braucht man auch noch was. Ah, ne, das gehört ja zusammen. Das ist immer eine fiese Stelle hier. Schadspiel einsetzen muss ich und. Und werde dann auch gleichzeitig bestraft. Aber jetzt müssten wir. Doch noch nicht da. Ich dachte ankommen. Also, schaffe ich das? Jawohl, Treffer. Ah! Das war's, mein Freund. So, hier gibt's aber nochmal wieder ein paar scannbare Gegner. Arktische Parasiten. Ja, wir kennen die Parasiten ja noch vom Mutterschiff. Und hier gibt es halt wieder die arktische Version und sind auch ein bisschen stärker. Sind halten wesentlich mehr aus. Kommt mal her, hier, Scheißviecher. Ich kann es euch mal zeigen übrigens, dass wir da nicht gegenschießen können. Na, es kommt schon, gib mir. Oh, Glück gehabt. Ich habe eigentlich gedacht, dass die Schüsse sogar abprallen, aber. Die prallen komplett ab und machen ja keinen Schaden. Ja, ich mache die gleich mal weg, damit ich da weniger Probleme habe beim Vorbeilaufen. Oh, haben wir noch mehr von den Kackviechern? Eigentlich sind sie ja bloß nervig. Richtig mahnen tun sie ja nichts. Hier war, glaube ich, auch nochmal genau. Ein paar Sachen. Auch ein ganz schöner Bereich, finde ich. Also wirklich geil, oder? Sieht schon sehr gut aus. Diese Figur. Da müssen wir auch später nochmal hierher. Ja. Hier ist nochmal was. Das ist eine ganz komische Sperre. Eine ganz komische Türsperre. Was? Schon der Part wieder vorbei? Okay, Freunde. Na gut, dann erledigen wir das im nächsten Part. Das hat natürlich was mit den Gesichtern hier zu tun. Das erkennt die kaum, was so dunkel ist. Schwefelstein. Habt gelesen, das ist die einzige Figur, die aus Schwefelstein gebaut wurde. Und wir können sie damit sozusagen zerstören. Freunde, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao!
Nicht vergessen, Freunde, mir noch einen Kommi zu hinterlassen. Über einen Daumen hoch würde ich mich auch sehr freuen. Und wenn ihr auf den aktuellen Stand bleiben wollt, dann abonniert mich doch.